Gamebusters.de, deine Gaming-Community. Howdy doody, Freunde. Howdy doody, Freunde. Back to school, baby. Wir schauen jetzt noch, woher diese Schritte kommen. Eigentlich ruhiger, ne? Weil die sind sogar blutig. Jesus! Jesus, ich hab gewusst, ich triff die mal. Ah ja, weil er blutet auf die ja, Fuß. Ja, eben. Das ist echt Jesus. Lustig. Also, das ist echt lustig. Da, Jesus hat dann wieder einen kurzen Sprung gemacht. Vielleicht sagt Jesus, geh mit ihm auf seinem Weg und deswegen folgst du seinen Spuren. Oh! Jesus Maria. Jesus, du bist ja irgendwie überall. Aber wenn ich dran denke, dann baue ich jetzt ganz kurz das Bild ein von der Frau. Ja. Das ist so gut. Das ist so gut, lustig, wo die Frau einfach ihre Hände so in den Kopf schlägt. Ja, so alte Jesus. Frau. Es ist das beste Reaktionsbild überhaupt. Ja. Das kannst du so gut als so verschicken, falls der. Ja, wenn es irgendwie schockiert bist, genau. Wegen der Nachricht. Entweder das oder Ai Papi Dios Mio. Ai Papi Dios Mio. Den müssen wir groß machen, Freunde. Immer wenn uns irgendein Video auf YouTube ziemlich schockiert von anderen YouTubern, aber wirklich hart schockiert, dann schreiben wir bei denen drunter Ai Papi Dios Mio. Das ist ein bisschen ein Insider, weil wir schauen nebenbei Modern Family, also wir sind vielleicht sogar schon fertig zu dem Zeitpunkt jetzt. Und da gibt es eine Spanierin, nicht Spanierin, sondern... Kolumbianerin. Die hat einen älteren Mann geheiratet, aber die redet halt immer noch viel Spanisch und dann eben... Ihre Reaktion ist auch oft einfach so, Ai Papi. Sie sagt zwar nie Ai Papi Dios Mio, glaube ich, aber... Doch, einmal hat sie schon gesagt. Echt? Ah, okay, gut, vergiss es. Hallo! Dann vergiss, dass ich mein scheiß dummes Argument gebracht habe. Du bist nicht dumm. Du bist nur nicht ganz so klug wie andere. Ah, danke. Wieso bist du da jetzt so weit rausgegangen? Niemand so klug wie Stephen Hawking. Naja, das würde ich so nicht sagen. Doch. Fuck me, yes, because I love Jesus. Wie er da am Glander sich. Kennst du nicht das alte Bauernsprichwort? Wenn das Blut aus dem Fenster rennt, musst du ganz schnell rennen. Ja. Jesus, oh, ja. Jesus! Das Gott, du bist zu gut. Das ist. Na, das ist. Ganz Big genau. Guy Larry! Big Guy Larry! Big Guy Larry! Big Guy Larry! Raus, weg! Howdy, howdy, Freunde! Und herzlich willkommen zu Big Guy Larry! Und den. Westen ist aber leider schon mal gehabt, oder? Ja, ja. Andere wir müssen dann wieder recyceln. Sommer war es, glaube ich. Ja, es war Sommer. Ja, sicher war Sommer. Das war Howdy Doody, ich bin der schreckliche Billy Dan. Ich bin Billy the Kid und das ist der dreckige Dan und willkommen zurück zu Soma. Richtig. Ja, ich merke mal ja, was du sagst. Entschuldigung, ich höre dazu. Na. Ich höre mal unsere Sachen ganz genau. Ich finde uns schon gar nicht mal so schlecht. Ehrlich gesagt. Das ist sehr subjektiv. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Außer Verzweiflung und Batterieentleerung. Vor allem, warum hast du die Kamera überhaupt draußen? Ich weiß nicht, weil ich es brauche. Für was? Ich fühle mich besser, ja, das war wirklich. Geil. Dass sie das überhaupt eine Option machen, Alter. Ja. Da war es mir sogar lieber, wenn sie eine scheiß unsichtbare Wand hinbauen. Jopp! Ja. Es war mir lieber, wenn sie eine scheiß unsichtbare Wand hinbauen. Wo jeder immer sagt, ich würde jetzt eigentlich gar nicht mehr rein, aber ich muss fast. Ja. Du musst nicht verschlossen. Ah, okay. Cool. Ich würde sagen, du musst nicht fast rein sagen, ganz, aber. Da ist ein Schild, da steht ja, Exit. Ja, aber da war doch bei der Tür nichts, wo ich rein kann, oder? Keine Ahnung, mach mal. Ich hab's ja probiert, aber da ist ja. Oh, okay, das ist die. Ja, vergiss es. Es wird nichts helfen, wenn du nur 50 Mal klickst. Probier da, die Tür! Probier was. Die auch nicht, oder? Na, die schaut dann so aus, vergiss es. Das ist so wie in euren Cartoons, wenn da sowas ausgeschnitten ist, so. Bist du so eingegangen. Da, ja, da war doch was, oder? Keine Ahnung. Ich bin nur verunsichert. Machen wir einen Wandsprung. Das Licht. So wie Mario. Ja, da ist Licht. Ja, so wie Mario. Freunde, wie viel? Ja, geh mal die ganze Wand ab. Du musst irgendwie ins Gebäude. Wie in einem Labyrinth. Ja, eben. Irgendwie muss ich rein. Ja. Ja, da warst du jetzt gerade. Da wird nichts funktionieren. Wieso gehst du jetzt wieder in die andere Richtung? Da bist du gerade hergekommen. Ja, dann gehen wir die ganze Wand ab. Okay. Bist du wieder dort, ja, oder? Ja, das ist die Tür. Und die ist immer noch verschlossen. Vielleicht glaubst du an, dass sie verschlossen ist. Vielleicht war es doch der Scheißzeug und du musst in ein Fenster da rein. Vielleicht ist es das auf dem Boden. Jetzt auf einmal. Ja. Ich bin da voll vorbeigegangen, da hat es mir nichts angezeigt. Tja.
Goodies. Goodies, do this. Goodies, do this. We ain't found shit. We ain't found shit. Jetzt sind wir im Prinzip im Keller. Der Scholle. Der Schande. Hab ich mich verarscht? Bitte was? Drüber. Drauf. Hoch. Ne? Na. Das wird scheiße. Ja, dann würde ich wieder zurückgehen. Das wird scheiße, da kommt der. Hm. Mama nö. Take a deep breath. Mama nö, und dann zieht er mich ab. Bitte kommt zieht mich ab. Zieht mich aus. Na, geile Maus. Wow. Jetzt hab ich gerade selbst von mir gegeben. Ja, das war jetzt echt grausig. Ja, was? Ja, das war auch cool. Ja, ey. Wir belassen es dabei. Da, Boden. Ah, ja. Und die Leute sagen, ich habe meinen Kopf immer in den Wolken. Ich muss mich echt schämen für eine Episode. Na, das ist eine gute Episode. Wie gesagt, du bist einfach nicht so klug wie andere Leute. Aber ja. Da könnten wir uns hinsetzen, wenn wir wollen. Oh, da müssen wir hin. Super, gefällt mir. Mach eine Pause. Ist das nicht krass? Du warst vielleicht ist es halb über 10 oder so. Halb 10 in Deutschland ein Stückchen geschafft. Halb 10 in Deutschland. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, komm da hoch, komm da hoch, komm, Baby, 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 öffne dich, danke Mama, 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 ich liebe dich. Ich erwartet, du bist wieder im normalen Dings im Wald. Ja, ja. Grant Kirkhope. Grant Kirkhope. Mhm, das ist der Komponist von Banjo-Kazooie-Musik. Hm. Und von Ukulele, so. So, jetzt haben wir einen Scheißkämpfer. Ziemlich guter Mann. Ja, schon, das war eine ganz gute Sache. Ja, meins. Ich bin wie die mexikanische Haushälterin, die einfach alles mitgelost. Das war jetzt. Na, das war. The Dental Surgery. Oder do not get let it. Get it. Me. Get it, weil da war ein Punkt zwischen du und. Ja. Go. Ja, let me go. Ich schätze mit do not. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie einfach falsch geschrieben. Nicer, nicer. Oh, Ranken, das ist immer gut. Jesus! Da ist sie! Jessie! Jessica, ja, wohin? 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 Links. Sieh herab auf deine Kinder. Wo sind wir? Wir sind wieder draußen. Wir sind wieder im Void. Oh, scheiße, wir haben. Gebärst du gerade ein Kind, oder? Ohne sagen wir nur weniger. Na, no, ohne sagen wir ja nur weniger. Ja, na klar. Komisch, ich... gell? Scheiße, wenn ich mir die Augen zu habe, sag ich gar nichts mehr. Die Regeln der Physik wurden auf den Kopf gestellt. Oh Mama. War schnell! Dann renn ich halt. Ah, oh, wenn ich es nicht will. Ah, oh, wenn ich es nicht will. Oh Mama, sieht da. Immer Wanderrecht. Immer Wanderrecht. Das ist immer sehr sicher. Das ist so wie beim Eislaufen, wenn du es nicht ganz gut kannst. Ja, du immer dann halt sie immer ein bisschen. Oder einen Pinguin oder einen Eisbären, den du da stimmt. So mit. Ja. Eigentlich ist das jetzt nicht scheiße. Irgendwen kenne ich, der hat dann von den Pinguinen immer mitgelassen. Oder ich glaube, ich kenne wen, der wen kennt. Aber ich weiß nicht, wer die Person ist, die gekannt wird. Von der Person, die ich okay, kenn. Wie? Weiß ich nicht. Das geht nachts, ja nicht einmal. Nachts irgendwie scheinbar. Ach so, so. Nachts nach dem Furtke irgendwie einfach den Pinguin mitgelassen. Ist eigentlich ganz cool, wenn du so überlegst. Ja, genau, wenn der das Straßenschild mitgelassen. Ja. Ja, Straßenschild sind irgendwie nur viel mehr 0815 wie so ein Pinguin. Du meinst Not, Not! Not, Not! Not, Not! Pingu! Das ist immer ein geiles Sau, Alter. Er sagt nichts aus der Nöten. Nur dazu die Pingu-Farsche. Not, not. Schaut euch doch auf YouTube bitte die Pingu-Farsche. Weiß ich nicht, ich mag das Original lieber. Hm. So, so wie mit Nightcore. Freunde. Nightcore. Nightcore ist so. Ich will es kein beleidigen, der Nightcore mag, aber. Müll. Aber. Ganz gescheit seid ihr nicht, oder?
Es ist im Prinzip genau dasselbe Lied, nur ein bisschen schneller und höher. Ja, so wie die Chipmunks-Version, wo sich immer jeder drüber beschwert hat. Früher war es die Chipmunks-Version, heutzutage ist es Nightcore. Ja, und Nightcore, oh, alle vorhin feiern für Nightcore. Oder wir sind eben falsch und das ist eben nicht der real Nightcore, sondern nur so möchtiger Nightcore. Kann sein. Ja, aber ich hab noch nie was anderes gehört. Ja, eben. Und es sind immer die Bilder mit dieser japanischen Mädchen. Anime-Mädchen, die da ganz sexy posieren und nein. Oder was gefunden? I don't think so. I don't think on warum wird die Musik so stressig? Es ist eher weniger Musik, es ist eher Atmosphäre, die einfach stressig wird. Ja. Was ist jetzt? Was? Ich glaube, ich gehe da die ganze Zeit im Kreis. And eat the Puppen? La Geiske? Ich glaube nicht, dass das irgendwo hinführt. Gerade wo du aufgeben wolltest. So, vielleicht doch da reinkriechen. Na, das ist ja wieder andere doch. Ja, das ist wahrscheinlich doch ein Kreis. Dann ist ja wieder Kreislauf des Lebens. The Circle of Life. Oh! Ich meine, sie hat ein bisschen gelebt. Ja. Kranke Scheiße. Hallo? Ich weiß nicht. Hallo. Ich weiß nicht. Just been everything. Der Anfang. Der Anfang, ja. Ich geh. Ihr Back in der Woods. Ihr Back in der Woods. Wie das? Müssen wir jetzt verzögern, dass er sie so gesehen hat, wo sie sie erhängt hat? Das wirkt so. Wieder ein? Wieder wirklich weg? Ja. Hast du eine Möglichkeit? Ich hätte zurückgekommen, aber ich schätze, dann hätte ich ja nichts gebraucht. Mir kommt nur vor, ich bin gerade irgendwie aufgegangen, damit ich erst recht wieder runtergehe. Ich glaube, das Auto ist ein Friendly Fire. Naja, die haben sich zu dritt da runtergehauen. Verarscht doch wen anderen. Und zu die Other Side of the Lake. Da kommen wir nächste Folge, Freunde. Sollen wir noch bis zum Lake gehen? Nein, wir gehen nicht bis zum Lake. Wir stehen da auf der Stiege und dann treffen wir uns in der nächsten Folge wieder auf der Stiege. Mit und der dann Mercy. Wird romantisch. Ja, da gibt's viel Action in den einen Löchli. Das ist aber nicht romantisch. Naja, wenn man es romantisch gestaltet. Howdy, howdy.